Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, werden wir diesen kleinen Dungeon unten erkunden. Und wer ist da? Was? Von wo kam das? Hallo? Hier ist jemand. Hallo? Der hat gar keinen Nametag, Leute. Wer bist du? Ich bin AP Planet. Let's Play Planet. Hallo? Schön, Sie kennenzulernen. Aha, ja, und wer sind Sie? Wie heißen Sie? Hallo? Oh, Kuchen. Ich habe meinen Namen vergessen. Okay. Da wollte ich heute rein. Wollen Sie mitkommen? Ja. Leute, wer ist das? Ich kenne den nicht. Hier darfst du nicht rein. Warum nicht? Und von wo kommen Sie? Aber egal. Hier sind Kühlschränke. Wieso? Okay. Komm bitte mal mit. Okay, aber... Wie kommen Sie hier hin? Das letzte Mal, als ich da oben... Leute, da war doch eine Kiste. Jetzt ist da was komplett anderes. Wie kann das sein? Ich muss dir was erzählen. Okay. Alles klar. Es regnet, ja. Okay. Verrückter alter Mann. Okay, Leute. Wo ist er hin? Hallo? Ah, da. Komm. Ja, ich bin ja... Warum rennen sie jetzt schon wieder weg? Leute, wer ist das? Was machen sie da? Geht's ihnen gut? Ich mag Bäume. Leute, das ist doch vollkommen verrückt. Mit wem reden wir hier eigentlich? Ja, okay, sie mögen Bäume. Alles gut. Komm jetzt. Ja. Ich warte eigentlich auf Sie. Oh, guck mal, Leute, ein Squid. Na du. Komm, wir nehmen den mal mit. Ja. Wo sind Sie? Ah, da sind Sie doch. Machen Sie keine Hektik hier. Wo läuft der hin? Wieso läuft der hin? Leute, wer ist das? Ich könnte hier aufladen und dann so schießen. Ah! Easy. Riecht ganz gut. Ja, ist eine Blume, ist Mohn. Falls Sie es noch nicht wissen. Das ist ein Enderman. Ach, guck mal, ein kleiner Blockling. Na du! Wieso ist da ein Sessel? Wieso sitzt er jetzt vor dem Sessel? Das macht alles hier keinen Sinn. Ach, ich liebe mein Spiel. So, Leute, mein Spiel ist gerade abgestürzt und jetzt ist auch der Sessel weg und, irgendwie ist mein Spiel komisch. Also, ja, okay. Weiter geht's. So, was wolltest du mir sagen? So, wieso ist meine Rüstung aus? Ey, ich hasse mein... Dieser Weg. Hör zu. Ja, okay, okay. Da ist eine Spinne. Warte mal kurz. Okay, alles gut. Atheon. Ja, warte. Woher kennt er Atheon? Leute. Ja. Atheon? Kann man erst besiegen, wenn... Ja? 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 Er ist eingeschlafen. Ernsthaft? Er ist eingeschlafen. Wach auf! Er ist wieder wach. Dankeschön. Ach ja, du warst noch nicht fertig.
Ja. Alle Kristalle zerstört sind. Leute, welche Kristalle? Habt ihr da Ideen, welche Kristalle das sein könnten? Er redet von irgendwelchen. Die sind bei den Inseln. Welche Inseln? Leute, es gibt viele Inseln hier. Es gibt große, kleine. Warte. Ja. Ich warte. Ja. 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 Vier Kristalle in vier Inseln. In. Das heißt, die sind vergraben oder so ähnlich. Deinen Inseln. Da, wo wir drauf leben und sowas. Auch in diesen Inseln. Okay. Glaube ich jedenfalls. Leute, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Zerstöre sie. Okay. Geht das einfach mit einem Schwert? Ich denke mal, weil dieses Schwert soll ja auch Atheon besiegen. Okay. Und jetzt? Und dann kannst du Atheon töten. Juhu, Leute! Also, wir müssen noch ein paar Kristalle finden. Sehr gut. Ganz leicht, nicht wahr? Ja, wahrscheinlich ist das komplett leicht. Glaube ich dir gerne. Ich wette nicht. Bist du gerade geflogen? Wieso kannst du fliegen? Was platzierst du da? Wieso platzierst du Steine? Ah, okay. Nimm das. Ja, was denn? Was ist das? Erschaffe Minions, was? Lol. Ist ja krass. Bitte. Ach so. Leute, ich habe hier kleine Minions. Wie cool ist das denn? Ja, ach so. Oh nein. Ah, jetzt. Falls du mal meine Tochter treffen solltest, der hat eine. Oh nein, bitte nicht. Bitte ist sie nicht auch so verrückt. In einer anderen Welt? Die ist gar nicht hier. Okay. Ja, was soll es? Seid komisch. Lol, die streiten sich gegenseitig. Ups, sie ist wie das Universum. Okay. Die lassen Sachen fallen. Sage ihr, dass ich sie geliebt habe. Der gibt Misslohn, ist der Drecksack. Okay. Und jetzt? Zeit für mich zu gehen. Wohin gehst du denn jetzt? Okay. Wohin gehst du jetzt? Hallo? Lebewohl und Hals- und Beinbruch. Wohin fliegt er gerade? Wollt ihr mir gerade sagen, dass er stirbt? Wollt ihr mir gerade sagen, dass er einfach in den Himmel geht und stirbt? Einfach so? Oh Mist. Was? Habe ich Schild damit? Dann würde ich den ja jetzt gerne begraben. Oh, Leute. Er ist gerade gestorben. Dieser komische alte Mann hier ist gerade gestorben. Okay, ich mache ihm mal ein Schild. So. Also. Alter. Verrückter. Mann. Rest in Peace. Und heute ist der. Ah ja, dritte, vierte. Vierter. 18. Wir haben den heute kennengelernt, deswegen. Er hat genau. So lange überlebt, Leute. Schön, dass man solche Leute kennenlernt.
Ja, toll. Aber ich hatte hier vorhin was gesehen. Ich verstehe diesen komischen alten Mann nicht. Leute, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bitte. So, aber ich hatte hier was gesehen. Was ist das hier? Hallöchen. Was ist das? Hallo, was bist du? Alchemic Infuser. Nimm ich mit. Weiß ich nicht, ob ich das brauchen kann, aber. Okay. So, jetzt müssten wir eigentlich nach Hause. Oha, hier ist voll die coole, nicht Architektur, aber voll das coole Terrain. Terrain. Terrain ist hier. Sieht mega cool aus. So, aber wir wollen jetzt nach Hause, denn ich wollte euch auch noch was sagen. Nein, wie nenne ich das hier? Mann. Todesort. Nenne ich das, weil mir es gerade nicht besser einfällt. So, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. So. Danke für die Information. So, LP Planet. So. Hallöchen, ich bin wieder da. Ah ja, hier ist ja immer noch alles zerstört. Oh nein, und jetzt leckt es hier weit total. Weil die Welt nicht lädt. Ach, super Leute, ich liebe es. Ach, freue ich mich auf die nächste Welt. So Leute, endlich klappt es wieder. Im Moment stürzt mein Spiel bzw. diese Welt ziemlich häufig ab. Ich wüsste gerne warum, keine Ahnung. Aber das soll uns nicht davon aufhalten. Ich wollte euch ja noch etwas sagen. Und zwar wollte ich mich nochmal dafür bedanken, für dieses ganze Feedback auf den Utopia-Trailer und auf. Und ich möchte euch auch willkommen heißen auf diesem Kanal an alle, die jetzt in letzter Zeit neu dazugekommen sind. Vielen Dank für eure Unterstützung, weil das motiviert mich im Moment richtig hier weiterzumachen und sowas. Vielen Dank. Und einer hatte auch geschrieben in die Kommentare, dass ich ein kleines Team zusammenstellen soll, mit dem wir Atheon besiegen können. Dafür wollte ich jetzt mal zu Mr. Handelsmann reingehen. Hallo, diese Checkliste brauchen Sie eh nicht mehr. Deswegen nehme ich die mal. Und guck mal, wen man gebrauchen könnte bei diesem Vorhaben. Das ist nämlich eine gute Frage. Ich wüsste jetzt, also bei diesem Vorhaben. Wir hatten ja auch schon gesagt, beziehungsweise ich hatte gesagt, ein paar sollen diese Armee besiegen, weil das einfach zu viele sind eigentlich. Und deswegen, also erstmal für die Armee schreibe ich mal auf. Dafür brauchen wir Professor Einstein. Der soll das machen. Vielleicht kann er sich nämlich einhacken. Also das hatte ich halt vor, dass er sich vielleicht einfach einhackt und diese zerstört. Dann Amara würde ich vielleicht sogar noch nehmen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall Professor Einstein. Amara vielleicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Dann haben wir hier gegen Atheon. Können wir eigentlich nicht wirklich viele für nehmen. Ringo kommt da in Frage. Der hat auf jeden Fall was mit Waffen zu tun. Und links. Aber mehr fallen mir gar nicht ein, die uns da helfen könnten. Wobei mir fällt zu Armee noch ein, dass dort Osiric helfen könnte. Weil der kennt sich ja mit Zaubern aus. Wobei Osiric wäre auch ziemlich cool, wenn wir den zu uns holen. Für dieses Hacken und so brauchen wir ja jetzt nicht gerade viele. Und sonst, beziehungsweise hier könnten wir vielleicht noch Baumeister Bob, der kann die auseinanderbauen.
Das wäre eine Möglichkeit, aber mehr fallen mir jetzt auch dazu nicht ein. Ich bin mir auch nicht sicher, weil ich will ungern diese ganzen Leute in Gefahr bringen, wenn ich gegen Atheon kämpfe, und deswegen ist das unwahrscheinlich, dass ich da jemanden mitnehme. Aber das war's auch schon wieder mit dieser Folge, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen planetarischen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr keine Videos mehr auf diesem Kanal verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich auch den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr hier garantiert keine Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns in der nächsten Folge hier auf diesem Kanal. Bis dann!